Dann werde ich mal das Gummi, was ich dabei habe und eigentlich gar nicht dabei haben wollte, das werde ich dann auf die Art und Weise auch mal los. Hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge Satisfactory. Ja, wir sind in der letzten Folge dabei gewesen oder haben damit angefangen, hier noch so ein bisschen zu erforschen. Im Augenblick haben wir aber wohl das Problem, dass wir da oben nicht hin können, weil da oben ist alles voll Gas und ja. Könnten jetzt hier geradeaus weiter und versuchen, ob wir dann irgendwo darüber kommen. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich da irgendwie meine Zweifel. Habe ich denn genug Beton dabei, um eine Rampe zu bauen? Nicht wirklich. Hier beigehe und hier eine Rampe rüber baue. Wäre ja mal ein Versuch. Müssen wir natürlich das nehmen. Sieht gut aus. Das sieht aus, als mache ich denn? Hi, halt, nicht falsche Tasten drücken. So, und da habe ich dann schon wieder nicht mehr genug. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt einfach die Rampen wegnehmen?
kann ich ja notfalls mit Jetpack oder auch mit diesen Sprungstelzen. So. Und ja, ich glaube, ich bin oben. Zumindest erstmal bis hier. Okay, da drüben gibt es eine Schnecke. Oh, mein Jetpack ist auch fast leer. Wie sieht das mit der Munition aus? Wo ist das Vieh? Okay. Also Munition habe ich nicht mehr viel. Ah, ich glaube, das waren drei Stück. Die bin ich jetzt erstmal los. Eine gelbe Schnecke. Sehr schön. Ah.
Aha. Oh, weia. Ja, das bringt jetzt nichts, weil ich habe nicht mehr genug Munition. Okay. Ja, jetzt ist die große Frage, wo ist mein Auto? Also ich werde jetzt einfach mal beigehen. Und dieser Leitung hier folgen. Wir haben ja wieder ein kleines Stück aufgedeckt. Aber leider eben nur ein kleines Stück. Das Auto steht da. Da kommen wir so im Augenblick nicht hin, oder? Nee, ich habe nicht genug Treibstoff, um da jetzt rüber zu fliegen. Somit machen wir das halt in die Richtung. Somit machen wir das laufenderweise. Einfach hier mal der Leitung folgen, dann werden wir schon irgendwie nach Hause kommen.
kommen wir hier unten an. Das ist Kalkstein. Sehr schön. Wir sind zu Hause. Was fehlt denn hier Schönes? Platinen. Warum kommen die Platinen zu langsam? Okay. Sorry. Hier kommt das Gummi zu langsam, um Platinen schneller zu bauen. Das heißt, wir müssen Gummi schneller oder müssen dafür sorgen, dass Gummi schneller läuft, genau. Ja, das sind über 600, das sind noch keine 600. Alles nehmen, genau, sortieren. Gummi habe ich dabei, sehe ich gerade. Das kann ich dann vielleicht erstmal da reinpacken. Nein, erstmal. So, 400 Jetpack. So ist das in Ordnung, denke ich mal. Gummi.
Dann werde ich mal das Gummi, was ich dabei habe und eigentlich gar nicht dabei haben wollte, das werde ich dann auf die Art und Weise auch mal los. Sehr schön. Und ich habe wieder einen ganzen Stapel Schnecken. Das heißt, ich kann auch mal wieder diese Beschleunigungsdinger hier, wie heißen die? Energiefragmente bauen. Das sind nur alleine mit den lila Schnecken, sind es schon mal 10. Ach, wenn ich das richtig gerechnet habe, 21 Stück. Na, 10 Stück muss ich noch loswerden. Gut. Jawohl. Weg sind sie. So, und jetzt gehen wir dabei und sorgen mal dafür. Dass Gummi schneller läuft. Also oben ist Treibstoff, unten ist Gummi. Gut zu wissen. Okay, die sind schon wieder alle. Aber damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.